Nachdenkseiten. Die kritische Website. Orlans Pakt der Verantwortung. Eine neue Runde des Rattenrennens wird eröffnet. Von Wolfgang Lieb. Mit Rattenrennen bezeichnet man einen Wettbewerb, bei dem am Ende alle verlieren. Sei es gezwungenermaßen wie die Südeuropäer oder freiwillig wie jetzt die französische Regierung, alle rennen der deutschen Agendapolitik hinterher. Am Ende des Rennens geht es allen Europäern schlechter und ein neuer Wettlauf um die Wettbewerbsfähigkeit wird beginnen. Glaubt Hollande tatsächlich, dass es die Deutschen tatenlos hinnehmen würden, wenn Frankreich oder auch andere europäische Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland verbesserten? Die Große Koalition in Deutschland würde mit Sicherheit ein neues Rennen um Lohnsenkungen, Sozialabbau und Unternehmenssteuersenkungen starten. Alle gleichzeitig können in Europa aber nicht wettbewerbsfähiger als die anderen sein. Nachdem die Sozialdemokraten Tony Blair und Gerhard Schröder schon vor über 10 Jahren den Schwenk auf neoliberalen, angebotsorientierten Wirtschaftskurs vollzogen hatten und die südeuropäischen Länder Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Zypern durch die Troika auf diesen Kurs gezwungen wurden, ist nun auch der Sozialist François Hollande umgefallen. Um zum Wachstum zurückzukehren, brauchen wir eine Angebotspolitik. Diese stimuliert auch die Nachfrage, sagte Hollande. Dem im Rattenrennen führenden Deutschland folgend will Frankreich nun gleichfalls die Lohnnebenkosten bis 2017 um 30 Milliarden senken und die Unternehmenssteuern sowieso. Die im Wettbewerb ohnehin schwächelnden Briten wollen gleich ganz offen mehr Ballast bei den Sozialleistungen abwerfen, um mithalten zu können. Schulterklopfen erfährt Hollande vom Konziliere der Agenda 2010 und dem sich selbst nachahmenden sozialdemokratischen Außenminister Steinmeier. Zitat: Auch in Deutschland haben wir einige Zeit gebraucht und Hürden überwinden müssen, bis ein wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisches Programm festlag, das eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation versprach, meinte der sich mehr und mehr zur eigenen Karikatur entwickelnde Oberdiplomat. Steinmeier gelingt es zunehmend, jede auch noch so banale Aussage zu einem Kommuniqué hochzustilisieren. Aber Hollande sollte sich über das Lob der Bundesregierung und der marktkonformen EU-Bürokraten nicht zu früh freuen. Deutschland liegt mit 0,4% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nur wenig vor Frankreich mit 0,2% und deutlich hinter dem Vereinigten Königreich von 1,3%. Es wird sicherlich nicht lange dauern, bis in Deutschland angebotspolitisch nachgelegt wird, damit wir unsere relative Führungsposition verteidigen können. Man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass die revolutionserfahrenen Franzosen erkennen, welcher wirtschaftspolitischer Neofeudalismus nach Europa zurückgekehrt ist. Da die Franzosen eigentlich einen Sozialisten gewählt haben und Hollande nun politisch das tut, was sich sein konservativer Vorgänger wohl nie getraut hätte, besteht allerdings die reale Gefahr, dass viele Franzosen nur noch die rechtsextreme Front National um Marine Le Pen als Ausweg wählen. Um die Europawahl im Mai muss man sich wirklich Sorgen machen.